Herzlich willkommen bei unseren beiden Quaders, die wir hier haben. Einmal auf der rechten Seite ist unser Männchen und auf der linken Seite unser Weibchen. Das Weibchen ist noch gar nicht so lange hier bei uns, erst seit Ende letzten Jahres. Ihr Name ist Bunji und sie kommt aus Lissabon, aus einem anderen Zoo. Und rechts eben Viri Viri, der jetzt aber schon deutlich länger eben bei uns hier im Tiergarten ist. Viri Viri bedeutet in der Sprache der Ureinwohner der Wirbelwind. Und vielleicht sehen wir auch gleich, weshalb. Man sieht es öfter, wenn die Pfleger ihn nehmen wollen, um ihn zu wiegen und er keine Lust hat, dann schaut er, dass er schnell wegkommt und dann kann man es gut beobachten. Von mir gibt es jetzt ein paar Infos, damit wir den Vision Park über mal in Ruhe sehen. Sie herzlich dazu eingeladen, ein bisschen zuzuhören. Ich bitte Sie nur darum, hier nur zu flüstern, leise zu sprechen. Einmal, weil die Tiere eben sehr, also mit Stress eben auf zu laute Geräusche reagieren. Daher bitte auch nicht an die Scheibe klopfen. Und zum anderen, wir kommentieren hier nur ohne Mikrofon, das heißt, es ist für uns auch deutlich leichter. Und zum anderen bitte nicht mit Blitz fotografieren, weil die Tiere bei zu viel Blitz einfach auch erblinden können. This information about the animals will be in German only, but if you have any questions, please feel free to come afterwards to me. Ja, zunächst einmal ist es so, dass er zu den Beuteltieren gehört. Das heißt, Koala Bär ist also nicht richtig. Die Bären werden woanders eingegliedert und eben nicht zu den Beuteltieren. Und tatsächlich hat sich der Name mit der Zeit eben immer mehr eingeschlichen, weil er ja quasi einem Teddybär so ein bisschen ähnelt. Die Beuteltiere kamen vor ungefähr 60 Millionen Jahren über Nordamerika, südamerikanischen Kontinent, über die Antarktis nach Australien. Damals waren die Kontinente alle noch verbunden und sie waren dann auch die dominierende Säugetiergruppe in Australien, bis der Mensch kam und eben Australien besiedelt hat. Früher waren sie relativ weit verbreitet, mittlerweile nur noch in drei Staaten, nämlich einmal New South Wales, in Queensland und in Victoria. Alle eben an der Ostküste etwa gebildet. Sie leben vor allem da, wo es wo es Eukalyptus gibt, denn sie sind Nahrungsspezialisten, also hier auch angepasst an die Nahrungsquelle Eukalyptus. Der Eukalyptus enthält zumindest 50% der Masse an Wasser. Deshalb reicht es dem Koala, den Eukalyptus zu fressen. Ja, wir sehen gerade rechts Springer. Den Eukalyptus zu fressen, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken. Nur in der Trockenzeit ist es dann so, wenn eben der Eukalyptus nicht gesättigt ist mit Wasser, dass die Tiere dann noch zusätzlich trinken müssen. Und weil das so ist, hat er seinen Namen bekommen, der heißt in der Sprache der Ureinwohner, trinkt nicht. Die Übersetzung quasi